Hallo und herzlich willkommen, der macht gleich Luftgitarre, zu einer weiteren Runde Deponia. So, was haben wir denn jetzt das letzte Mal? Verdammt, ich hätte noch mal gucken sollen, was wir ausprobiert haben. Freigegeben, schon bestie Stief. Ich habe Tonis Lachen immer noch im Ohr. Ich werde nie wieder versuchen, auf einem verliebten Stier zu reiten. Das ist unter meinem Niveau. Okay, aber vielleicht können wir jetzt ja... Und heute, liebe Kinder, zeigt dir Blut euch abnehmen. Der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. Hm, so schon mal. Okay, das geht nicht, weil ich dachte vielleicht... vielleicht geht das jetzt, wo der umgedreht ist. Okay, das war's auch nicht. Ich weiß gerade echt nicht mehr, was wir ausprobieren. Es tut mir leid, ich habe vergessen zu gucken. Er hat nur noch Augen für die Kuh. Freigegeben schon. Ja, ich wollte gar nicht draufklicken. Okay. Toro! Hey, Toro, habe ich gesagt. Ha, was nutzt der beste Matador, wenn der Stier nicht hinguckt? Nicht das etwa wütend? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gepumpt wird. Okay, das erklärt jetzt schon einiges. Und heute? So schon mal nicht. So geht das nicht. Vielleicht... Und heute? Ich hätte gedacht, dass wir das den Schlauch irgendwie abtrennen müssen, aber... Und heute, liebe... Mann! Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Ach, können wir da jetzt drauf? Oh Gott! Gleich nochmal. Okay, wenn du sagst gleich nochmal, dann nochmal. Gleich nochmal. Ich habe das Gefühl, das wird so nichts. Ich habe keine Ahnung. Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie mir dankbar bei meinen Experimenten. Ja, das klingt jetzt nicht so nett, aber ist okay. Okay, wir haben das Stierblut. Hier ist das. Elektrisierende Flüssigkeit haben wir. Wir haben das Schafe. Und die belebende Flüssigkeit ist hier das Blut. Brauchen wir noch das klare Wasser. Schwarzes Pulver. Besonders aufputschen wird der... Ach nee, macht ja der Kaffee. Ich weiß nicht, was Aufputschendes wir benötigen. Wir schauen jetzt mal, haben wir nicht die... Ach, da sind schon die Magneten drauf. Entschuldigung, das habe ich gerade nicht gesehen. So, wo wollen wir denn sprengen? Das ist jetzt die Frage. Ich habe keine Ahnung. Wir probieren jetzt einfach mal aus. Ob das gut geht. Oha, das Sprengsignal. Oha. Achtung! Sprengung! Haben wir da jetzt irgendwas von gehabt? Da unten kommen wir nicht, ne? Überall ist jetzt Alarm. Ich weiß nicht, was der Alarm uns jetzt bringt. Er ist immer noch hier. Hast du nicht den Alarm gehört, Kumpel? Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Danke fürs Gespräch. Nicht wirklich. Scheinbar interessiert ihn das halt nicht. Dann, ja, halt nicht. Ah, hier fehlt einer.
Ach, deswegen. Oh, ich glaube, ich habe es verstanden. Wir müssen alle weglocken, richtig? Ich glaube, wir müssten alle von den Stühlen weglocken. Ich glaube. Versuchen wir das und. Keine Ahnung. Ich habe kein System. Oha, das Sprengsignal. Oha. Achtung, Sprengung! Sprengung! Blinkt es da unten? Okay. Es hat an drei anderen Stellen geblinkt. Hier unten, da. Jetzt ist er in der Mitte weg, okay. Wir müssen uns merken, wer wo wohnt. Wir hatten früher das so, richtig? Nee, das macht keinen Sinn. Ich würde es irgendwie gerade gerne so ausprobieren. Ich weiß nicht, vielleicht ist es Instinkt? Oha, das Sprengsignal. Oha. Achtung, Sprengung! So, jetzt haben wir die drei Häuser. Verdammt! Die beiden, wo ich dachte, die sind jetzt weg, die sind noch da. Also, okay. Sollte das jetzt eigentlich einfach sein? Das heißt, das ist es nicht. Das heißt, eher das und das. Oder das hier unten, glaube ich, doch eher. Wir versuchen jetzt das so. Oha, das Sprengsignal. Oha. Oha. Sprengung. Sprengung. Ich glaube, das sind die richtigen Häuser. Nein. Okay. Jetzt wissen wir es aber. Dass der dann. An welchem Grund er dann. Verdammt! Pures Chaos! Er wohnt nicht da. Heißt es jetzt, er wohnt da? Oder wohnt er da? Wir müssen das jetzt ausprobieren. Ich habe keinen Plan. Können wir das Oha. Irgendwie überspringen? Ja, komm. Spring. Ja, komm. Wir wissen das. Das Bucket gleich, ja, komm, ist gut. Ja, wir haben es geschafft. So, sprechen wir mal mit Lotti. Hallo, Lotti. Du schon wieder? Die Stimme. Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Wenzel. Genau. Wenzel. Ich verschwinde. Das heißt, wir müssen immer noch irgendwie mit Wenzel reden. Warte, kriegen wir Wenzel da raus? So, jetzt ja alles zu springen. Jetzt den von da unten. Können wir die nicht mehr bewegen? Verdammt. Okay, das heißt aber auch, dass wir Wenzel damit nicht rausgekriegt hätten. Alles klar. Ich hatte noch eine Idee für den Papagei. Guck mal, was ich dir mitgebracht habe. Schon wieder ein toter Vogel? Er ist nicht tot, er schläft nur. Das hast du von der Taube neulich auch behauptet. Das nennt man Kälteschlaf. Es war ein Zeitreiseexperiment. In meinem Kühlschrank? Wo sonst wäre es kalt genug? In deinem Herzen ist ja nicht viel Platz. Keine toten Tiere mehr. Schon gut, dann wecke ich ihn halt. Tu das, aber woanders. Wie wecken wir ihn? Sein Schnabel ist zu klein für den Trichter. Schade, man bedenke nur die Möglichkeiten. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
Der ist echt...